Es haben sich mal wieder 10 Favoriten herauskristallisiert, die ich dir in diesem Videoformat zeige. Aber mehr wirst du erst nach dem Intro sehen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Heute gibt es wieder 10 Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint. Und wir fangen gleich mit einer Sache an, die ich euch einblenden muss. Seit Madeira bin ich hier hängen geblieben. Der gute Stay ist in meinem Alter, der ist 43. Es gibt ein paar Mythen um sein Alter. Aber ich vermute, er ist so alt wie ich, weil wenn man mal das Alter erreicht hat, dann weiß man, wie über 40-Jährige aussehen. Und ich bin da seit Madeira hängen geblieben. Und die Quote an Frauen in seinem Stream, also im Chat, ist sehr gering. Also im einstelligen Bereich war es, glaube ich, oder war es im geringen zweistelligen Bereich? Ich glaube, es war im einstelligen Bereich. Aber ich kannte Stay als frauenfeindlich, sehr aggressiv, sehr schimpfend. Und der hat sich anhand von einem Vorfall, der 2019 war, wo er blockiert wurde auf Twitch, sehr, 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 sehr geändert. Und es ist halt nur mal so, im Alter wird man auch ein bisschen ruhiger. Und ich mag seine Art. Ich mag seine Art wirklich, wie er sich für Dinge einsetzt. Ich mag seine Ideale. Deswegen hänge ich da ab. Ich gucke nicht alles. Ich gucke kein Gameplay, aber ich gucke... Nee, falsch. Gameplay gucke ich schon inzwischen, aber nur... GTA RP. Ich habe noch nie über eine Sache so gelacht wie das. Also unter der Woche macht er das immer, spielt GTA RP. Und was das genau ist, da musst du dich selber informieren, weil das kann ich gar nicht so darlegen, weil das für mich auch selbst noch nagelneu ist. Aber ich bin nicht jemand, der über alles lacht, aber da kann ich mich zu Tode lachen. Absolut, da hänge ich gerade immer bis 11, halb 12, wenn er halt streamt, hänge ich bei ihm ab und gucke mir das und ziehe mir das rein und bin total lost, kann man eigentlich sagen. Also ich lieb's total. Und wer Stay halt einfach nicht kennt, ich kann nie so hundertprozentig sagen, wann er jetzt genau streamt. Er streamt auf Twitch, freitags auf YouTube. Ich werde dir einfach mal alles unten in die Infobox reinpacken, wo du ihn finden kannst. Hauptsächlich guckt man einfach auch mal auf Twitter. Da veröffentlicht er dann, wann er jetzt genau den Stream anmacht. Ja, einfach mal unten reingucken, falls du da wirklich Bock drauf hast. Ich habe dieses Jahr, wie eigentlich auch jedes Jahr, sehr, sehr viel Pfefferminze. Und ich weiß nicht, warum ich all die Jahre noch nicht auf die Idee gekommen bin, ich habe Pfefferminzsirup gemacht. Schmeckt jetzt nicht wie Zahnpasta, es ist sehr erfrischend. Meins ist so ein bisschen zu sauer geworden, da gibt es ja zig Rezepte im Internet. Wo habe ich? Bei Chefkoch habe ich meins her, genau. Ich würde da jetzt ein bisschen weniger Zitronensäure reintun. Es ist ein Ticken zu sauer, finde ich. Aber das... mit Eiswürfel, ganz viel Eiswürfel und dann Mineralwasser mit Röhrchen trinken, gibt nichts Besseres gerade. Gibt nichts Besseres gerade. Ich muss mich gerade ein bisschen zwingen, ein bisschen mehr Wasser zu trinken, weil sonst würde ich konstant nur das trinken. Was ja auch nicht cool ist, weil da sind, ich weiß es auswendig, 700 Gramm Zucker drin. Viel, aber sind halt auch 1,5 Liter geworden, glaube ich. So war es um den Dreh. Den habe ich ja jetzt auch schon eine Weile. Den kann ich dir mal unten in der Infobox verlinken. Der ist von Amazon. Und das ist ein Yoga-Blog. Macht regelmäßig eure Übungen. Macht regelmäßig Yoga. Kann ich euch nur empfehlen. Weil ich habe so Rückenschmerzen gerade. Ich versuche es gerade selber hinzubekommen, weil es gibt so ein paar Übungen, die da sehr, sehr effektiv sind. Eine kann man mit dem Yoga-Blog machen. Und das ist ein tolles Hilfsmittel, wirklich. Also, macht regelmäßig Yoga, weil es ist echt gut für euren Rücken. Ich habe eine Zeit lang, habe ich halt ein bisschen so mit dem Kreislauf gehabt und habe dann einfach gar keinen Sport mehr gemacht. Alles begann mit einer Verkühlung und jetzt ist auch Rückenschmerzen. Jetzt bin ich gerade wieder am Machen, aber du sollst halt nicht erst machen, wenn du Schmerzen hast.
Also durchgehend. Und einen Yoga-Block kann man echt ganz gut gebrauchen. Meiner hat jetzt um die 10 € gekostet. Und es ist wirklich ein hilfreiches Hilfsmittel, gerade bei so Übungen, in denen du verweilst. Dann kannst du den halt verwenden und auf dem drauf liegen. Das passt super. So, zwei Kleidungsstücke habe ich auch. Einmal Schuhe, in denen ich im Moment gerade wohne. Das sind Vegetarian Shoes, also es ist kein Leder. Die haben mich 69 € gekostet. Also die Geschichte von den Schuhen ist so. Ich wollte die mir zu meinem Geburtstag kaufen, der ist ja im März, und dann kam der Shutdown. Dann waren keine da ewig. Und ich habe dann sofort zugeschlagen, als ich bin immer wieder auf die Seite gegangen. Dann habe ich sofort zugeschlagen, als die dann da waren. Das war, glaube ich, im Juni. Und 69 € sind wirklich sehr gut aufgehoben, muss ich wirklich sagen. Die sind super bequem. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in denen laufen kann. Am Anfang war es schon ein bisschen schwierig wegen der Schlaufe oben, wenn man das nicht gewohnt ist. Da muss sich die Muskulatur im Fuß da schon so ein bisschen dran gewöhnen. So die nächste Investition sind dann Barfußschuhe, die kosten ein bisschen mehr. Aber 69 €. Ich habe mir die halt relativ spät gekauft, weil ich noch einen Haufen Sandalen hatte und die halt bereits im letzten Jahr alle auseinandergefahren sind. Ja. Und das ist einfach echt eine richtig gute Sache. Kann ich euch also echt empfehlen. Die Schuhe gibt es über Aweso. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich auch die euch unten mal in die Infobox reinpacken. Also, was ich mir neu kaufe, muss dann schon fair produziert sein. Und was ich mir eben nicht neu kaufe, also in Secondhand, und das habe ich gefunden. Und ihr wisst nicht, was für ein Jubs-Kind ich damals war. Ich habe die Dinger geliebt. Orange war meine Lieblingssorte oder die mit so, also die so ein bisschen sahnig geschmeckt haben. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Mal davon abgesehen, dass das, glaube ich, gar nicht vegan. Aber das ist so Kindheit von mir. Das ist wirklich Kindheit. Und dieses T-Shirt, die gibt es nicht in gewaschen. Wenn das gewaschen ist, habe ich das sofort wieder an. Also Qualität ist leider nicht ganz so gut, wie es so oft ist bei so Sachen, die von großen Herstellern kommen. Also das wird es bei mir, oder das hätte es bei mir, wenn ich mir T-Shirts damals auch schon ausgesucht habe, hätte es das nicht gegeben. Das ist so eine richtig schlimme Knötchenbildung, die es auf dem T-Shirt schon gibt. Aber ich hab das ja auch, wie gesagt, gebraucht gekauft. Und das war in der Beschreibung drin, dass es eben schon so ein bisschen, ja, Gebrauchsspuren gibt. Aber ich liebe es trotzdem. Chupa Chups, Beste. Derzeitig teste ich ein neues Deo, weil mein altes leider kaputt gegangen ist. Ich wollte es eigentlich echt leer machen, aber dann habe ich tatsächlich irgendwann Probleme unter den Achseln bekommen. Und wie gesagt, wenn du sowas hast und ein Produkt schon ewig aufhast, schmeißt das Produkt weg, weil das hat immer was zu sagen. Das riecht einfach sehr gut. Also das ist die Geruchsrichtung Peach, ist von NIOC, gibt es bei Ecoverde. Aber dazu möchte ich noch ein extra Video machen und das noch ein bisschen länger testen. Geruch super, Haltbarkeit irgendwie nicht so super. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sehr stark schwitzt, geschweige denn Probleme mit Geruch hat. Aber bei dem habe ich jetzt schon zweimal gemerkt, wenn du das nicht exakt überall aufträgst, dann riechst du durch. Ganz komisch. Und das soll ein Antitranspirant sein. Aluminiumsalz ist aber, glaube ich, nicht drin. Wer sich da ein bisschen mehr auskennt, kann das gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Also ich muss mich da noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen und mal alle Inhaltsstoffe scannen, die da drin sind. Und so Antitranspirant kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, nicht stark schwitze. Sprich, für jemand, der irgendwie nass sehr stark schwitzt unter den Armen, ist es vielleicht was. Aber das kann ich halt nicht beurteilen. Ich teste noch, aber Geruch ist einfach super. Eine Sache, die ich mir gekauft habe, weil ich ja so ein bisschen am Locken rumprobieren bin, wie man sieht, ich habe inzwischen sehr welliges Haar. Das ist nicht mehr so hundertprozentig gerade, was eben auch mit dem Pille absetzen zu tun hat. Und da habe ich ein schnell fettendes Haar zum einen, aber ich sehe auch oft sehr frizzig aus. Und da hilft es ganz gut.
Ja, man kann es punktuell auftragen. Es riecht nach Pets-Himbeere, ohne Witz. Also man soll sowas ja nicht nach dem Geruch kaufen. Und ich habe es nach der Wirkung gekauft, eben bei Ecoverde. Geruch konnte ich da ja noch nicht feststellen. Aber es riecht nicht in den Haaren. Aber es ist nicht schlecht. Ne? Also durch das punktuelle Auftragen habe ich eben auch keine Probleme, weil meine Kopfhaut doch so extrem fettert. Und da muss ich halt echt aufpassen mit Pflege und so. Also eine gute Sache. Testet das mal aus. Kostet halt schon ein bisschen mehr, weil es Naturkosmetik ist. Das Thema Spülung ist bei mir eben durch meine Haarstruktur und durch mein Haarproblem so eine Sache. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Spülung verwendet, als ich blond war. Wann war ich das letzte Mal blond? Vor 5 Jahren. Ist halt echt schon ewig her. Und großes Problem von Menschen mit Locken ist, dass sie eventuell zu wenig Proteine in den Haaren haben. Und ich habe halt nach was geguckt, was Proteine hat, was nicht so stark schwer macht. Und hier ist halt Bentonit drin. Zum einen hat es eine leichte reinigende Wirkung, es ist Bentonit drin, es sind aber auch pflegende Stoffe drin und das Haar wird weich davon. Jemand, der ein bisschen mehr Pflege braucht, ist da nicht so gut aufgehoben. Aber jemand wie ich, der eben feines Haar hat, ein schnell fettendes Haar hat, kommt damit echt gut zurecht. Denn Proteine fürs Haar sind wichtig. Gerade wenn du den Reißtest machst. Und zwar nimmst du dir ein Haar und versuchst es mal in die Länge zu ziehen. Und wenn dein Haar sofort reißt, dann hast du eben zu wenig Proteine in den Haaren, was für die Locken eine gute Sache ist. Und damit teste ich gerade rum. Kostet 1,89 inzwischen bei Ecoverde. Guck dir die auf jeden Fall an. Ich verlinke es auch unten in der Infobox. Diese Creme ist der Shit. Ich habe sie schon vorgestellt und jeder Euro ist es wert, absolut. Also ich habe die noch gar nicht so lang und die ist schon halb leer, verdammt nochmal. Man merkt halt, ich liebe das Ding. Es sind 5 Ceramide enthalten, die ist so super beruhigend für die Haut, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe noch nie was in der Art gehabt. Es lohnt sich auf jeden Fall immer mal zu gucken, ob es irgendwelche Gutscheincodes im Internet gibt. Auch so sind die Preise in Ordnung. Ich habe für die Menge 30 Euro bezahlt. Ist viel für eine Creme, wer das noch nicht so gewohnt ist. Aber hier sind halt auch 100 Milliliter drin. Ich sag bei solchen Sachen nicht immer ohne Grund. Viel ist okay, aber wenn man es nicht aufbraucht. Aber wie man sieht, ich brauche es dann doch auf. Also jetzt habe ich noch mal vielleicht 2 Monate oder so, und dann ist die leer und wird dann eventuell nachgekauft von mir, es sei denn, ich finde irgendwas anderes, was ich testen möchte. Mein wahrer Alleskönner packe ich mir auf die Kopfhaut, packe ich mir in die Haare, wenn ich mal Locken habe oder wenn ich merke, ich habe sehr trockenes Haar, was ja auch irgendwie bei mir vorkommt, kommt alles vor. Aber auch auf der Haut, das ist halt einfach eine tolle Sache. Ich liebe diesen frischen Kick. Ich habe eine ganze Zeit lang habe ich halt Gesichtswasser noch zusätzlich verwendet, weil es eben dieses frische Ding. Ich liebe das. Und Aloe Vera ist halt eine tolle Sache, gerade eben auch bei der Kopfhaut. Wenn du stark fettende Kopfhaut hast, kann das eben auch ein Grund sein. Bei mir ist es leider hormonell. Ich habe es trotzdem versucht, nichtsdestotrotz. Das Einzige, was ich an diesem Produkt auszusetzen habe, ist der Spender. Ich habe noch nie sowas erlebt. Normalerweise gibt man ja so her. Zack, zack und macht raus. Hier musst du halt wirklich so machen, weil das so rausschießt. Ich habe das noch nie erlebt. Der Spender geht einfach gar nicht, sorry. So sehr ich Kolibri echt liebe mit der Creme, da haben sie ein richtig tolles Produkt auf den Markt gebracht. So sehr hasse ich sie für den Spender bei einem Aloe Vera Gel, echt. Also das geht wirklich überhaupt nicht. Was mir aufgefallen ist, die Produkte von Colibri, die haben halt einen sehr großen Durchmesser und ich habe halt unwahrscheinlich wenig Platz. Und das merkt man schon, wenn man dann so 2 so Flaschen von denen im Kosmetikschrank hat, dann ist halt gleich mal voll. Aber ich liebe die beiden Sachen wirklich. Ich würde mir jetzt das hier nicht mehr nachkaufen, weil, wie gesagt, ich den Spender echt schlimm finde. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, falls ihr das Produkt habt, ob das bei euch auch so ist. Also, was ich da schon durchs Badezimmer gespritzt habe, naja, ist egal, aber ich liebe es wirklich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es ein Aloe-Gel ohne Alkohol gibt.
Also ich bin da ja echt immer am Gucken und gerade im Naturkosmetikbereich wird so viel Alkohol verwendet. Das ist halt nicht gut, ne? Und dann werden irgendwelche Duftstoffe reingepackt. Das ist hier alles nicht drin. Deswegen ist es so ein tolles Produkt. Und am Scheiß Spender sozusagen. Kennt ihr das Produkt gerne? Mal unten in die Kommentare. Und was waren deine Favoriten in der letzten Zeit? Du kannst mir das gerne mal unten in die Kommentare packen. Sagen wir mal fünf. Nennen wir mal fünf deiner Favoriten in der letzten Zeit. Würde mich wirklich interessieren, weil neue Sachen oder bewährte Sachen, weil Favoriten sind ja meistens immer bewährte Sachen, sind ja immer gute Sachen. Ob man dann auf gleicher Ebene ist, so. Also ab in die Kommentare. Ich würde mich wirklich freuen, weil ich finde das echt auch immer irre spannend. Ich liebe Favoritenvideos. Das ist immer schon so gewesen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir das Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!